weil der Friseur nicht öffnen darf. Ich wollte es mal selbst probieren. Die Küchenschere ist nicht scharf. Es wird mir nichts passieren. So dachte ich kurz vor dem Schnitt ins linke Ohr. Das Läppchen, es färbte meine Haare mit. Die Tönung war ein Schnäppchen. Mein Blut floss über die Frisur, die ich im Spiegel suchte. Ich folgte einer Zickzackspur, ableichte, schrie und fluchte. Wenn meine Frau Friseuse wäre, würde ich ihr blind vertrauen. Ich darf, nehme ich die Schere her, nicht in den Spiegel schauen. Weil der Friseur geschlossen hat, habe ich mich jetzt entschlossen. Ich habe das Haare schneiden satt, bevor das Blut geflossen. Lasst eure Scheren schön im Schrank und lasst die Haare sprießen. Im Lockdown wird nun Gott sei Dank der längste Zopf gepriesen.